Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit unserer BVB-Trainerkarriere. Ja, das Transferfenster ist geschlossen, heute geht's gegen die Hertha. Schauen wir doch mal rein, wie unsere Mannschaft aussieht, falls ihr das jetzt nicht so verfolgt habt. Hier nochmal ein kurzer Überblick. Einige Spieler haben wir natürlich verkauft. Wir haben uns den guten Depay gekauft diese Saison. Wir haben uns den guten Agüero gekauft, der auch schon seinen ersten Treffer gemacht hat in der letzten Partie. Dann haben wir uns, ja, wen haben wir uns noch geholt? Gute Aubameyang war schon da. Den guten Heuberg haben wir uns geholt von Bayern München. War ein richtiges Schnäppchen. Der gute Zivkovic ist verletzt, sehe ich gerade. Das heißt, den werden wir auswechseln müssen. Und den guten Emre Can haben wir uns auch noch geholt. Ich glaube, 4 Millionen hat der gekostet am Ende jetzt. Und ja, das war es jetzt also. Dann haben wir noch den guten Zimmermann. Den haben wir aus der eigenen Jugend geholt. Den werden wir versuchen, so ein bisschen aufzubauen. Wir haben Langerak noch verkauft, gekriegt, ganz zum Schluss. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Torwartproblem. Ne? So ein kleines Mini-Torwartproblem. Denn man hat ja ganz gerne immer drei Keeper. Man weiß ja nie, was hier so passiert. Wenn sich jetzt hier einer verletzt oder so, eine rote Karte, das geht ganz schnell. Hat man ganz gerne drei, haben wir jetzt nicht. Müssen wir also mit zweien irgendwie auskommen. Ich denke, das kriegen wir aber hin. Ansonsten, ja, wen haben wir noch verkauft? Stürmerproblem haben wir ein kleines, will ich mal so. Ja, wir haben drei Stürmer, ne? Jetzt sieht man schon, der gute Zivkovic hat sich verletzt. Jetzt haben wir den Aubameyang als Stürmerersatz sozusagen, aber der ist, denke ich, da auch ganz okay. Und, ja, das heißt, da haben wir jetzt auf jeden Fall, ja, das kriegen wir, denke ich, schon irgendwie geregelt. Der Emre Can, was kann der spielen? Ich glaube, der kann auch Flügel spielen. Das heißt, linkes Mittelfeld, das ist auf jeden Fall auch ganz okay. Jetzt können wir uns übrigens auch mal seine Werte angucken. Ist auch in der Defensive relativ gut, so wie es aussieht. Kurze Pässe 78, lange Pässe 75. Ja, da kann man was draus machen, kann man mit arbeiten. Aggressivität, okay, 83. Reaktion 81. Ist jetzt alles nicht so übermäßig besonders, will ich mal sagen. Aber, ja, ich denke, wie gesagt, den kann man aufbauen. 76er hat er, 76er Stärke hat er. Ganz gutes Mittelfeldspieler. Auch Heuberg ist sehr schön, um den hier so ein bisschen aufzubauen. Müssen uns allerdings heute mal für einen entscheiden. Ich will ganz gerne dem Can da die Möglichkeit geben. Und, ja, Bender, nö. Nehmen wir beide mit. Schauen wir mal, vielleicht können wir beide noch einwechseln. Vielleicht wechseln wir auch jetzt schon. Ich glaube, wir machen mal nämlich, ich will Reus nehmen. Ah, die sind auch ein bisschen ausgepowert, ne? Wollen wir Reus mal eine Runde schon? Komm, machen wir das doch mal. Nehmen wir mal den Emre Can jetzt. Geben wir dem sein Debüt gleich im ersten Spiel. Hummels ist auch ein bisschen ausgepowert. Dann nehmen wir dafür doch den Ginter. Ja, ich wollte das ja so handhaben auch ganz gerne. Dass wir da ja relativ flexibel auch sind. Und dann werden wir das doch jetzt auch machen. Wenn die Jungs hier ausgepowert sind, wahrscheinlich vom Länderspiel noch, dann werden wir die doch auch einfach auswechseln und lassen dann die anderen spielen. Genau so machen wir es. Sokrates ist dann der Kapitän. Ich hätte, glaube ich, ganz gerne Gündogan. Gibt es da eigentlich sowas? Ah, das hatte mich schon immer interessiert. Gibt es da irgendeinen Wert, der dafür wichtig ist? Stellungsspiel, Übersicht vielleicht? Nee. Irgendwie so Führungsstärke oder sowas? Gibt es sowas? Bin ich mir nicht so bewusst. Könnt ihr mir mal schreiben, wenn ihr das wisst, was jetzt dafür ausschlaggebend ist, ob die, ja, hier diese Rolle Kapitän, weil da kriegt man ja nie irgendwie eine Empfehlung, weil ich würde ganz gerne eigentlich Gündogan, oder? Oder? Ach, Sokrates wird das schon machen. Ne, ich hätte ganz gerne Gündogan. Gündogan wird da jetzt. Okay, Freistoß, kurzer Freistoß. Agüero. Linke Ecke, rechte Ecke, Gündogan. Alles klar, so können wir das lassen. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Haben wir noch was vergessen? Genau, hier wollte ich nochmal kurz reingucken. Denn die Scouting-Dinger sind da irgendwie zu Ende. Da gehen wir doch am besten mal, löschen wir das mal hier. Das will ich nämlich noch ganz gerne einstellen. Spieler suchen, Scouting-Aufträge, da haben wir es doch. Die Scouts, die will ich nämlich jetzt. Gebietsscouting. Und der Schubesberger ist immer offen. Wie kann ich die denn jetzt Scout managen? Da haben wir es. Scout Zielort ändern, der ist in Deutschland. Okay, der kann dann auch in Deutschland bleiben. Der ist in England, der kann auch in England bleiben. Und der ist in Frankreich, den hier wollen wir ändern, ne? Scouting-Ziel ändern. Du gehst wieder nach Spanien, würde ich mal sagen. Oder wir können auch mal Italien eigentlich scouten. Genau, scoute du mal Italien. Vielleicht finden wir da auch nochmal was Nettes. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los, wa? Legen wir los. Auf geht's. Ich glaube, Platz 3 oder Platz 4 sind wir aktuell in der Tabelle. Zuletzt ja gewonnen. Gegen wen haben wir denn gespielt gehabt? Gegen den HSV, genau, mit 2:0. Ich erinnere mich. Und davor haben wir leider mal ein Spiel hergegeben, ne? Gegen Hoffenheim. Tja. So ist das manchmal. Wir spielen zu Hause im Signal Iduna Park. Wollen wir doch mal gucken.
Ja, unsere Aufstellung kennen wir ja, aber mich interessiert natürlich die Aufstellung von, wen spielen wir eigentlich? Gegen Hertha, genau. Die Aufstellung von Hertha, die interessiert mich. Da wollen wir doch mal gucken, wen die da so auflaufen lassen. Ja, da sieht man es jetzt. Einmal die Jungs aufgezählt und jetzt, ja, die spielen wieder dieses typische System irgendwie, ne? Da spielt die KI eigentlich immer. Irgendwie, also zumindest wenn man die deutsche Karriere spielt, habe ich das Gefühl. Spielen die irgendwie immer dieses 4-2-3-1 System. Also sehe ich zumindest relativ oft. Ist wahrscheinlich ganz schlau, wenn man sich wirklich ein System überlegt, was das auskontert, ne? Dann hat man da wahrscheinlich ganz gute Karten. Ja, schön durchgesetzt, da von Mkhitaryan. Ah, wollte ich auf Aguero bringen, das ist mir nicht ganz gelungen. Okay, jetzt hinten erstmal ruhig. Okay, Hertha steht auf jeden Fall schon mal von Anfang an, das sieht man, denke ich schon, relativ defensiv gleich. Legen wir nochmal quer. Ne, gibt aber Ecke, oder? Ich glaube, Gündogan tritt die Ecken. Ich würde mir da ganz gerne mal jemanden ranholen. Depay. Mkhitaryan. Ah, wird da von den Füßen geholt. Leider umgegrätscht, schade. Denn da hätte ich ganz gerne nochmal abgezogen, eben auf bei der Situation. Okay, wie machen sie es? Versuchen sie über die Flügel. Oh, da bin ich jetzt blöd daneben getreten, das war gar nicht gut. Bringt die Flanke, aber Ginter kann ihn da rausfischen. Geht die Pai, der ist nicht ganz so langsam, das heißt, wir gehen mal ein bisschen mit dem. Aguero, ne, Aguero kann den Ball leider nicht kontrollieren. Oh je. Keeper raus. Kalu. Oh, Glück gehabt, dass er den verzogen hat. Eieiei, da wären wir fast in den Konter gelaufen, ne? Und hätten fast den Treffer kassiert hier. Da müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten, dass uns sowas nicht passiert. Dann spielen wir da mal hoch drüber. Auf Mkhitaryan. Ja, er will ihn haben. Der gute Aguero, und er macht ihn. Er macht ihn, eiskalt. Erster Schuss aufs Tor und den hat er gut gemacht. Da war er noch dran. 1-0, ja, also. Habe ich ein bisschen schnell weggemacht, ne? Na gut. Gut, na gut. Wir haben es ja gesehen im Spielverlauf. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das so weitergespielt kriegen. 15. Minute. Früher Treffer für uns, verhältnismäßig. Ja, ganz wichtig noch, falls ihr, wie gesagt, die letzte Folge nicht gesehen habt. Die Bayern haben sich den Luis Suarez geholt. Das heißt, die haben sich da auf jeden Fall eine Stürmerverstärkung zugelegt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht gleich den Gegentreffer kassieren. Depay läuft. Depay hat ihn. Kriegen wir den rein? Jawohl, Depay mit seinem, ja, zweiter Treffer in dieser Bundesliga-Saison. Er hat ja im letzten Spiel getroffen, 2-0 jetzt hier in der 17. Minute. Das sieht doch komfortabel aus, will ich mal so sagen. So kann es weitergehen. Ja, kann sich das schön durchsetzen. Ja, wie gesagt, die Bayern haben sich den guten Luis Suarez geholt. Finde ich ein bisschen unverständlich, wenn sie sich da so einen guten Stürmer holen, dass sie dann den Lewandowski nicht abgeben an uns. Ne? Da haben sie sich ja echt quergestellt. Wir haben Immobile geboten und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen es nachher waren. Ich glaube, 70 Millionen wollten sie und dann eventuell am liebsten noch den Immobile mit dazu. Und ja, tja, ja. Aber die finde ich eigentlich ganz gut, denn die KI ist natürlich wahrscheinlich auch drauf getrimmt. Ja, hier so an die direkten Konkurrenten, sprich die Leute aus der eigenen Liga, die Spieler nicht so billig abzugeben, was ich eigentlich ganz gut finde. Das macht natürlich auch Sinn, weil es halt die direkten Konkurrenten sind. Ja, wenn man sich überlegt, wir holen uns den guten Lewandowski zurück und schwächen damit auf der einen Seite die Bayern natürlich erheblich, wenn sie sich natürlich jetzt nicht den Suarez holen. Und auf der anderen Seite stärken wir uns. Das heißt, es wäre quasi für uns eine relativ gute Situation. Von daher finde ich das ganz gut, dass die KI den dann nicht so einfach abgibt und dass sie das auch scheinbar irgendwie erkennt. Zumindest kam es mir jetzt in der Transferverhandlung auf jeden Fall so vor. Jetzt wollen wir mal hier gucken, ob wir das Spiel noch... Ja, wie gesagt, das Spiel sieht ganz gut aus für uns, ne? Läuft auf jeden Fall. Ah, bringt er die Flanke. Das Ding hat ihn. Können wir sogar nachher nochmal den Zimmermann einwechseln, ne? Leider ist der Zivkovic ja verletzt. Das wäre jetzt wieder so ein typisches Spiel, wo wir den nochmal einwechseln können, dem mal so ein bisschen Praxis geben können. Ah, da kommt Sterling leider nicht ganz hin. Aber das ist auf jeden Fall gut. Da können wir nachher die Jungen nochmal einwechseln. Den Heuberg können wir dann sein Debüt geben.
Ah, der ist bissig, ne? Der Emre Can. Der ist bissig. Da. Schön. Holt er den einen oder anderen guten Ballgewinn raus. Defensiv sehr stark, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt hat er mal daneben getreten. Ah, das gefällt mir. So einen hätten wir, brauchen wir da wirklich noch. Im zentralen Mittelfeld. Einer, der gut nach hinten mitarbeitet. Oh, ja, den haben wir. Abseits, alles klar. Was hatten wir für Arbeitsraten? Hat sich da auch eben mit nach hinten eingeschaltet, um den quasi abstoßig abzuholen. Das sehe ich auch nicht so oft. Müssen wir auch mal gucken, würde mich auch mal interessieren. Können wir eine Halbzeit mal machen, wenn ich dran denke. Logan, ja. Jetzt auf die Flügel. Ja, das Abseits wird angezeigt, ne? Ja, oder Freistoß oder sowas. Genau, Freistoß. Okay. Ah, der war nicht so gut, der Pass. Okay, wir stehen sehr hoch, ne? Ich gehe mal in Defensiver. Wir sind ja immerhin 2-0 Führung. Da können wir uns ruhig ein bisschen weiter hinten reinstellen. Gut abgefangen von Ginter. Oh, das war eine schöne Vorlage für Kalu hier von Luke Shaw. Na komm, lauf mal jetzt. Genau so wollte ich's. Ja, schade. Wurde Sterling, glaube ich, umgetreten, oder? Gibt eine Karte. Gelb hier an der Stelle. Für die Nummer 21. Für Plattenhardt. Marvin Plattenhardt. Gut, sehr raues Spiel hier bisher. Ja, Hertha versucht jetzt hier über die Härte zu kommen. Da kriegen wir nicht optimal quergelegt. Hätte ich ganz gerne ein bisschen weiter gehabt. Mit dem Kopf. Gündogan kommt da dazwischen. Kalu, der ist natürlich gefährlich. Ich hole mal von hinten den guten Sterling nach. Und das hat sich auch jetzt bezahlt gemacht an der Stelle. Depay flitzt. Ja, komm, setz dich durch. Hat er schon einmal getroffen, trifft er nochmal. Jawohl, sein zweiter Treffer in dieser Partie. 3-0 hier, kurz vor der Halbzeit. Und ja, jetzt sollte hier wirklich nicht mehr allzu viel anbrennen. Ah, großartig. Der Junge ist auf jeden Fall angekommen bei uns, würde ich mal so sagen. 3 Treffer jetzt schon in dieser Saison, glaube ich, gemacht. Aber war jetzt nicht so schwer, hat sich da gut durchgesetzt. Ist natürlich auch schnell, der Junge. Und so will ich das sehen. Ah, sein drittes Bundesliga-Tor. Im 5. Spiel, ne? Wohlgemerkt. Baumjohann. Er sucht's jetzt, geht über die Flügel. Okay. Stocker. Jetzt mal draufgehen da. Okay, oben ist viel Platz jetzt. Oben müssen wir ein bisschen enger machen, die Räume. Ginter ist dazwischen. Ich denke, zur Halbzeit werden wir jetzt wechseln, ne? Wie gesagt, wir werden jetzt ein paar Junge einwechseln. Eine Auswechslung werden wir uns aufheben, falls sich jemand verletzt. Genau, ich wollte gucken, was der gute Can für Angriffsraten hat. Mittel. Okay. Ich hätte jetzt irgendwie was Hohes bei Defensive erwartet. Aber nun gut. Wie gesagt, wen bringen wir denn jetzt hier mal? Den guten Heuberg will ich ganz gerne mal sehen. Für Gündogan. Wen haben wir noch? So Durm können wir mal nicht. Beziehungsweise, wen haben wir noch? Aubameyang. Werden wir am Ende wahrscheinlich nochmal einwechseln. Den Zimmermann will ich ganz gerne, oder? Ne, den Zimmermann lassen wir ein ganzes Spiel machen. Wechseln wir den Durm mal ein. Ja, Durm für Shaw. Ja, damit auch Heuberg mit seinem Debüt. Der hat ja auch noch kein Spiel gemacht. Bin ich mal gespannt, wie der sich machen wird. Wer ist jetzt eigentlich Kapitän? Hab ich nicht gesehen. Wahrscheinlich Sokratis, oder? Müssen wir das gleich nochmal nachbessern. Nochmal einstellen. Ich weiß zwar nicht, was das für Auswirkungen hat, aber... Wir machen das mal jetzt eben. Ich gucke das mal nochmal nach. Ja, genau, Sokratis. Okay, das passt dann also. Schön abgelegt auf Heuberg. Da startet Depay wieder, ne? Hat er gut. Ah, der war nicht so gut, der Trick.
Muss auch ein bisschen aufpassen. Der DeepEye hat, glaube ich, 5 Sterne-Skills. Das heißt, manche Tricks sind ein bisschen anders. Auch dieser Spin, den macht er, glaube ich, ein bisschen schneller. Muss ich mich da mal dran gewöhnen. Das ist ja so der Trick, den ich eigentlich mit am meisten mache. Wenn ich über die Flügel komme. Die anderen muss ich mir nochmal angewöhnen, nochmal üben. Schauen, dass ich da mal noch mein Repertoire ein bisschen erhöhe. Das habe ich auf jeden Fall nochmal vor. Oh, das hat er schön gemacht da. Und dann, ja, kommen sie zum Abschluss, ne? Über Baumjohann. Ich denke, wir können eigentlich auch wieder auf ausgeglichen gehen. Mal den langen Ball da vorne auf Sterling. Ja. Kann ihn sogar kontrollieren, aber kriegt ihn dann leider vom Fuß geklaut noch. Bisschen zu weit vorgelegt. Besteck bietet sich an. Einmal den Kopfballversuch hier mit Aguero. Bisschen untergetaucht in dem Spiel, sieht man nicht ganz so oft. Und nach dem einen Treffer da. Da weiß ich auch nicht genau, was er für Angriffsraten hat, für Arbeitsraten. Ich glaube aber, dass er defensiv eher low und high bei Angriff hat, würde ich tippen jetzt. Schön gemacht von Sterling. So, jetzt mal hier die Bälle gut verteilen. Heuberg. Vegetarian. Unten ist ein bisschen Platz. Ha. Ich glaube, Dom war es, ne? Ein bisschen ein Tick zu langsam war. Ne, war DeepEye. Okay. Ah, daneben getreten, schade. Damit machen wir hier eine Lücke auf. Das wollen wir natürlich eigentlich nicht. Flanke verhindern. Gut gemacht. Mitte dicht halten. Vegetarian kann den Ball erobern. Oben läuft Sterling. Den schicken wir natürlich auch. Sterling. Und jawohl, auch Sterling kriegt den Ball im Tor unter. Und damit steht sie 4 zu 0 gegen die Hertha. Jetzt wird es ein Schützenfest, würde ich sagen, ne? Was wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal machen, ist, wir werden den guten Aguero ein bisschen schonen. Und werden den gleich mal auswechseln für Aubameyang. Geben denen nochmal die Möglichkeit, jetzt hier sich nochmal zu zeigen. Ja, das brauchen wir uns, denke ich, nicht angucken. War jetzt ein einfaches, relativ simples Kontertor. Dann wechseln wir jetzt hier nochmal. Genau, wir bringen nochmal den guten Aubameyang. Für Aguero. Um den einfach so ein bisschen zu schonen. Wie gesagt, wir haben eine lange Saison vor uns. Mit Dreifachbelastung. Da müssen wir da auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. So, jetzt lassen wir den Ball mal gut laufen. Oh, da hat er. Wollte er das zulaufen, na? So, oben ist Sterling, ne? Beziehungsweise, ne, ich wollte ihn auf Sterling bringen. Schade, hat nicht ganz geklappt. Hätte ich die normale Flanke nehmen sollen. Die wäre wahrscheinlich angekommen. Jetzt können wir aber wirklich noch einen Defensiver wieder gehen. Ich will mir jetzt hier keinen Treffer mehr holen. Fangen. Ah, daneben getreten. Ja, das passiert mir sehr oft. Dass ich da in solchen Situationen zu übereifrig bin beim Tackling und dann gute Chancen für den Gegner mal ermögliche. Muss ich mir mal ein bisschen abgewöhnen, ein bisschen geduldiger spielen, gerade beim Verteidigen. Aubameyang, ja, komm. Oh, der ist so schnell, ne? Haben wir nur Einwechslung? Nee, ne? Sonst hätte ich ganz gerne den Chan nochmal rausgehabt. Ah, Leitner haben wir nicht mit, ne? Jetzt hätten wir Leitner nochmal bringen können. Ah, ich denke, wir haben ganz gut ausgewechselt, diese Partie. War natürlich jetzt auch nicht so schwer. Wieder eine gute Defensivaktion von Chan. Schicken wir mal den guten Mkhitaryan. Können wir unten nochmal... ich weiß nicht, ob es abseits ist. Und? Oh, schade. Ja, war abseits. Aber da kommt der Pfiff noch von Aubameyang. War knapp, glaube ich. Ja, hier da an der Stelle. Hätte ich einen Ticken früher spielen müssen, dann wäre das vielleicht nochmal gefährlich geworden. Aber war auch eh nicht drin, also ist es auch wurscht. Ja, schön der Ball auf Kalou. Einfach mal das komplette Mittelfeld überspielt mit dem Ball da jetzt.
Jetzt nochmal kein Fehler machen. Gut. Schön gemacht von Sterling. Schickt Aubameyang, wollte ich gerade sagen. Hätte ich hoch machen müssen. Oder noch einen Ticken gehen. Bevor ich den abspiele. So, jetzt lassen sie den Ball gut laufen und bringen dann da an der Stelle den Fehler. Gut, jetzt können wir das Spiel wieder kontrollieren. Und auf der anderen Seite ist Piszczek relativ frei. Da öffnen sich natürlich dann immer neue Räume, wenn man das Spiel mal so verlagert. Jetzt vielleicht nochmal auf die andere Seite den Ball bringen, genau. Natürlich auch mal so ein paar Sachen ausprobieren jetzt hier in so einer Partie. Den können wir da schön durchstecken auf Can. Aber was ist das jetzt? Freistoß? Ah, okay. War offensiv faul. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob es jetzt faul von Aubameyang war oder von Hertha. Ja, so kann es gehen, ne? Relativ easy peasy hier den Ball da einfach durchspielen. Und ja, das war schlecht. Da darfst du den Ball nicht verlieren. Jetzt kannst du mal schnell in die andere Richtung gehen. Jetzt ein bisschen unpräzise. Ärgert mich. Wieder daneben getreten. Und oh, da bringen sie nochmal den Torschuss. Skaybrett. Aber nun gut, nicht präzise genug. Nehmen wir nochmal den einen langen Ball nach vorne, kurz vorm Schlusspfiff. Und ja, da wird auch abgepfiffen, ne? War eine schöne Partie. Schöne Partie, aber relativ schnell entschieden auch. Zwei Tore von Depay, eins von Agüero, glaube ich. Wir haben nicht viele Chancen zugelassen, was ich auch sehr gut finde. Keinen wirklichen Torschuss. Ja, Hertha mit mehr Ballbesitz, das ist ja üblich. 71% Passgenauigkeit, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, denke ich. Schauen wir mal kurz rein, Spielerbewertung. Tore, genau, zwei von Depay, ein von Sterling und von Agüero hat, glaube ich, auch noch einen gemacht, oder? Ich der gar nicht gezählt. 2, 3. Wurde das eine als Eigentor gezählt, oder was? Hm. Naja, gut, ein Tor unterschlagen, sonst hier, also irgendwie. Ah ja, genau, müssten wir wahrscheinlich bei Eigentoren gucken, wa? Genau, Eigentor hat der Torwart gut geschrieben gekriegt. Nun gut. Was ist das mit der Partie? Schauen wir mal in die Tabelle, ne? War doch eigentlich ganz, ganz angenehm. Jetzt gibt's erstmal die Pressekonferenz. Mal schauen. Ah ja, gegen Zenit. Ich will meine Jungs da motivieren. Nationaltrainer auf Fährte. Trainerposition Nationalmannschaft von Norwegen, den möchte ich nicht. Wenn, dann würde ich eventuell eh nur Deutschland annehmen. Ich möchte mich für die vielen Einsätze bedanken. Darüber bin ich sehr glücklich, ja. Ja, seitdem der Subotic weg ist, hat er da auf jeden Fall ein paar mehr Chancen, ne? Das können wir hier wegmachen, alles klar. Und da würde er sich, denke ich, drüber freuen. Okay, jetzt geht's auf jeden Fall gegen Zenit. Die Tabelle wollte ich nochmal ganz kurz anschauen. Aber die andere, sprich die Bundesliga-Tabelle. Auf Platz 2 sind wir vorgerückt. Das ist doch richtig cool. 12 Punkte. 3 Punkte hinter den Bayern. Die Bayern natürlich ungeschlagen hier noch. 5 Siege aus 5 Spielen. Das ist natürlich ja, eine Hausnummer, ne? Auch schon 10, eine Tordifferenz von 10. 3 Gegentore. Was die Gegentore angeht, da sind wir auf jeden Fall ganz gut dabei, ne? Wir haben die wenigsten Gegentore von allen kassiert. Das heißt, in der Defensive stehen wir auf jeden Fall ganz gut da. Und so will ich das auch beibehalten. Gut, als nächstes geht's dann also gegen Zenit. Gegen Zenit. Wir haben nochmal 3 Mails. Vertragsverlängerung. Okay, Sterling hat verlängert. Und ja, 14 Spieler in England gefunden. Hallo Trainer, bevorstehende Partie ist wichtig. Ja, Hummels wird mit Sicherheit spielen. Das machen wir mal noch schnell, bevor ich das vergesse. Werden wir eh noch ein bisschen was umstellen. Mal gucken, Reus wird wahrscheinlich auch spielen. Can wird wahrscheinlich mal ausgewechselt. Ist nicht ganz so fit. Eventuell auch Mkhitaryan und Gündogan mal ein bisschen auswechseln. Da mal einen anderen spielen lassen. Hier Sterling ist nicht ganz fit. Ja, machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge, denke ich. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.